weil unsere Forderung nach Realisierung des Rechts auf die Heimat immer wieder missverstanden wird oder aber mit dem heute schon in der EU geltenden Recht auf Freizügigkeit verwechselt wird, will ich noch einmal klar hier festhalten, was wir unter der Forderung Recht auf die Heimat verstehen. Dieses Recht ist dann realisiert, wenn die Vertriebenen in Ostpreußen beziehungsweise ihre Nachkommen und auch andere Deutsche als Rückwanderer im heutigen polnischen, russischen und litauischen Teil Ostpreußens willkommen sind und für diese Rückwanderer Minderheitenrechte nach UNO-Standard gelten. Letzteres gilt insbesondere für kulturelle Autonomie, eigene Schulen und muttersprachlichen Unterricht. Alle Rechten und Pflichten der Mehrheitsbevölkerung gelten auch für die Rückwanderer, einschließlich des Rechts auf Erwerb und Besitz von Eigentum und Grundvermögen. Litauen ist auf diesem Weg weit vorangekommen. Bei den anderen drei Partnern ist noch viel zu tun. Wir grüßen alle Menschen Ostpreußens. Unsere besondere Verbundenheit gilt der heimatverbliebenen kleinen ostpreußischen Minderheit, ostpreußischen deutschen Minderheit. Im nördlichen und kleinsten Teil, Memelland, konnte sich eine winzige Minderheit halten unter Inkaufnahme der Verleugnung ihrer deutschen Identität. Immerhin konnte nach der Wende dort in Memelland zwei deutsche Vereine, nämlich in Memel und in Heidekrug, gegründet werden. Im Königsberger Gebiet, das heute russisch ist, war die ethnische Säuberung von der angestammten Bevölkerung total. Es ist heute keineswegs sicher, ob die deutsche Restbevölkerung in Ermland und in Masuren auf Dauer eine Überlebenschance hat. Die nachgeborene mittlere Generation der noch ansässigen Deutschen spricht kaum Deutsch. Die Muttersprache, das wissen wir, bestimmt die nationale Identität. Es gibt weder in Oberschlesien, wo die meisten Deutschen heute noch im heutigen Polen leben, geschweige denn in Ostpreußen, eine deutsche Schule mit muttersprachlichem Unterricht von der 1. bis zur 13. Klasse. Die gibt es wohl aber in Memel. Die Litauer sind da vorbildlich. Sie haben eine litauische Staatsschule für die deutsche Minderheit geschaffen, in Memel, mit Internat, wo muttersprachlicher Unterricht während der ganzen Zeit von der 1. bis zur 13. Klasse gesprochen wird. Und das ist eine gute Voraussetzung, damit diese winzige deutsche Minderheit auch überleben kann.